Hi und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Was haben wir heute vor? Wir fahren heute Abend zu einer Show und bevor wir Abend wegfahren, gehen wir jetzt nochmal zu einem Supermarkt und das heißt, wir gehen raus und das heißt, ich muss mich jetzt erstmal ganz heftig mit Mückenschutz einsprühen, weil sobald man eine kleine Stelle auslässt, die finden die Viecher. So, ich hole mal den Schutz und ich nutze Tatsache 2 Mückensprays auf einmal. Das ist das vom Hotel und das ist unseres, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, ich brauche 2, sonst bin ich voll am Arsch. Die sind so aggressiv, die Viecher, und deswegen, das hilft eigentlich ganz gut, wenn ich beide drauf habe und deswegen brauche ich 2. Also erstmal das Glas aufmachen. Oh, hier ist er schon offen, weil es stinkt wie die Pest, wenn man sich das drauf macht. Und so kann es wenigstens weg. Luft. Das ist so übel. Aber jetzt bin ich fertig. Also ihr seht, ich glänze richtig. Oder sieht man das? Ich weiß es nicht. Das ist übrigens, das weiß es auch noch, Sonnencreme. Ich habe jetzt 30er Sonnencreme drauf. 2 Schichten Moskitoschutz und Abend das Duschen lohnt sich hier immer. So, auf geht's zum Supermarkt. Wir haben nämlich, keiner von uns hat dran gedacht, After Sun Lotion einzupacken. Und die brauchen wir jetzt. Wir haben jetzt eine Planänderung. Es war ja der Plan, zum Supermarkt zu laufen, aber wir sind spontan in ein Auto gestiegen und werden jetzt zum Tempel Big Buddha gefahren. Mal gucken, was uns da so erwartet. So, auf dem Weg hoch zu Big Buddha und hier stehen einfach überall Elefanten rum. Überall Elefanten. Wow. Ob hier auch irgendwo ein Elefant steht. Ja. Also wenn hier irgendwo ein Elefant ist, brauche ich den Big Buddha nicht. Fußgängerüberweg. Das haben sie ja auch. Das ist wirklich ein großer Buddha. Okay, zu Buddha geht's nur so. Bedeckt. Kein Ausschnitt. Die Beine durften man nicht sehen. Wow, cool. Das ist der große Kumpel. Diese Aussicht ist der Wahnsinn. Wow. Absolut der Wahnsinn. So sieht es unter dem Buddha aus.
Wow! Arm lang? Nächste Station, ein großer, großer Tempel. Überall ist alles total prunkvoll und es riecht so gut nach Räucherstäbchen. Also ganz angenehm. Mal gucken, was wir noch so finden. Ist auf jeden Fall sehr interessant, so zu sehen, wie die Leute beten und die andere Kultur. Echt cool. Mittagessen. Hühnchenherzen. Hotdog. Hühnchenleber. Und das war's.
das hier ist Buddha. Schön, dass du das dich nicht hinsetzen und nicht draufgehen. Laut. Ja. Haben wir eine Gottesanbeterin gefunden? Nicht so nah. Wie fokussiert denn das ja am besten? Ah, okay. Was? Guckt mich an. Die hat mich im Visier. Was ist die? Oh, da ist ein Wassertropfen aufgeschlagen. Okay. Immer sie wieder rein. Hier ist schon wieder so eine Echse drin. Da. Ja, geh nach draußen. Wo ist sie hin? Da. Da. Immerhin, die ist diesmal raus. Freund. So, wieder im Häuschen angekommen, also im Resort. Da wir ja kurzfristig bei dem großen Tempel waren, musste ich ein neues Kleidchen bekommen, das länger ist als meine Shorts, also das quasi bis über die Knien geht. Und etwas, um hier oben alles zu verdecken. Hätte ich nicht in die Tempelanlagen reingedürft. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da. Abonnieren ist kostenlos. Den Kanal teilen auch. Würde mich sehr freuen. Ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!